Hallo. Oh, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Vielen Dank, Miss Amber, dass mein Sohn bei uns wohnen darf, bis er einen Job gefunden hat. Er kann nicht mehr bei seinem Vater bleiben. Oh, natürlich. Wissen Sie, wenn Sam nur annähernd so ist wie Sie, bin ich sicher, dass er schnell einen Job findet. Und Sie haben sich so toll um Timmy gekümmert, seit er seine Windeln trug. Und das ist das Geringste, was ich für Sam tun kann. Das weiß ich sehr zu schätzen, Miss Amber. Oh, bitte, machen Sie sich darüber keine Sorgen. Ich mache den Abwasch. Danke, Maria. Wissen Sie, nicht viele Kindermädchen erledigen auch Hausarbeit. Also ich schätze Sie wirklich. Ich gehe kurz zum Laden und wenn ich zurückkomme, kann ich es kaum erwarten, Ihren Sohn kennenzulernen. Okay, klingt gut. Ich mache Mittagessen für Timmy, nachdem ich mit dem Abwasch fertig bin und dem Boden. Oh. Uff, hört sich so an, als hätten Sie das gleiche Problem im Nacken wie ich. Ja. Wissen Sie, eines Tages finden wir jemanden, der auf Timmy aufpasst. Und Sie und ich machen einen Spa-Tag für Mädchen. Oh, das klingt ja toll. Vielleicht, wenn mein Sohn Sam... Kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich suche... Oh, Sam, mein Junge! Mom! Oh. Oh, komm rein, komm rein! Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Das ist Ihr Sohn? Oh, ja, tut mir leid. Das ist Miss Amber, meine Chefin, von der ich immer rede. Schön, Sie endlich kennenzulernen, Miss Amber. Ich hab viele. Maria, kann ich mit Ihnen reden? Oh, ja, mach einfach die Tür zu. Setz dich. Sicher. Eine Sekunde. Sie haben mir nicht gesagt, dass er all diese Tattoos hat. Ist er in einer Art Gang oder so etwas? Oh mein Gott. Sam? Nein. Er ist ein toller Junge. Er macht so etwas sicher nicht. Wenn Sie besorgt sind, kann er begrenzt bleiben. Einen Monat. Einen Monat? Nein. Nein, das passt mir wirklich nicht, dass er so lange bleibt. Besonders nachdem ich ihn gesehen habe. Okay. Kann er für eine Woche bleiben? Wenn er bis dahin keinen Job gefunden hat, werde ich ihm ein Hotelzimmer besorgen. Gut, aber nicht länger als das. Das ist ein Piratenschiff und mir mit den Löwen. Und das? Ja, ich weiß, von welcher Serie das ist. Und siehst du Timmy. Die Richtung? Timmy, komm her. Hey, was habe ich dir über das Gespräch mit Fremden erzählt? Er ist kein Fremder. Sein Name ist Sam und er ist wirklich cool. Wissen Sie, Ma'am, ich kann eine andere Unterkunft finden, wenn es nicht passt. Nein, sei nicht albern, Sam. Amber war so nett, dich eine Woche hier wohnen zu lassen. Eine. Das wird mehr als genug sein, Miss Amber. Danke, ich weiß das zu schätzen. Alles klar. Nun, ich muss dann mal los. Denk daran, was ich dir gesagt habe, okay? Oh, nein. Das habe ich völlig vergessen. Ich habe einen Arzttermin. Ich war so aufgeregt, dass Sam kam, dass ich es völlig vergessen hatte. Ich kann nicht auf Timmy aufpassen. Vielleicht könnte Sam. Ja, es macht mir nichts aus. Nein, ich... Damit fühle ich mich nicht wohl. Okay. Nun, vielleicht können Sie Timmy mitnehmen, während Sam sich einlebt. Und ihn hier alleine lassen? Das glaube ich nicht. Ich würde Sam mitnehmen, aber Sie lassen nur Patienten herein. Und ich muss wirklich gehen. Amber, es tut mir leid. Vielleicht können Sie beide mitnehmen. Habe ich eine Wahl? Komm schon, Schatz. Kann ich bitte zurückgehen? Nein, ich habe es dir schon vor einer Stunde gesagt. Wir haben keine Zeit, wir gehen. Und zwar jetzt. Bitte. Nein. Ey, was hast du da, Timmy? Was ist das? Das ist ein Pokéball. Pokéball, cool. Weißt du, mein Lieblingsspielzeug als Kind war Nintendo 64. Bist du ausgezogen, weil du gerade Abitur gemacht hast? Nein, Mann, ich habe das Gymnasium nicht abgeschlossen. Ich habe die Oberstufe abgebrochen. Wirklich? Ist
der Grund, dass du nicht an Jobs festhalten kannst, vielleicht wegen... Nein, ganz sicher nicht. Schauen Sie. Ich weiß, was manche Leute so über mich denken, wegen all der Tattoos. Und das ist in Ordnung. Aber Miss Amber, ich versuche immer den Leuten zu sagen, man sollte ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Vielleicht. Aber man kann schon einiges vom Einband erfahren. Ich habe gehört, dass du mit deinem Vater auch nicht mehr klarkommst. Hast du irgendwas gemacht oder... Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich darüber nicht reden. Nun, du wohnst ja in meinem Haus, also... Warum willst du nicht darüber reden? Versuchst du vielleicht, etwas zu vermeiden? Hey, Mama, kannst du das bitte für mich kaufen? Bitte, bitte. Nein, du hast genug Spielzeug zu Hause. Du brauchst nicht noch eins. Leg es weg. Oh, hier, bitte sehr. Einen schönen Tag noch. Danke. Danke. Oh, entschuldigen Sie, Ma'am. Darf ich bitte Ihre Quittung sehen? Danke. Alles in Ordnung. Okay. Einen schönen Tag noch. Danke. Jo, haben Sie etwas in Ihren Taschen, Mann? Nein, habe ich nicht. Sind Sie sicher? Soll ich sie Ihnen zeigen? Bitte. Okay, schauen Sie. Da ist mein Telefon. Ich habe wirklich nichts, alles klar? Nichts. Einfach unglaublich. Ich habe meinem Sohn gesagt, dass ich nicht will, dass er das hat. Und dann stiehlst du es für ihn? Nein. Ma'am, ich verspreche, ich habe keine Ahnung, wie das in meinen Pulli gelangt ist. Okay, also das Spielzeug hat Beine bekommen und ist einfach in deinen Pulli gesprungen. Nein, Ma'am, so ist das nicht passiert. Es sieht zwar so aus, als würden wir uns kennen, aber wenn Sie müssen, können Sie ruhig die Polizei rufen. Oder das wen auch immer. Das ist sicher nicht nötig, Ma'am. Außerdem, die Polizei wird nicht kommen aufgrund des geringen Sachwertes. Aber ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie diesen Laden nicht mehr betreten dürfen. Das Spielzeug geht zurück. Und ich werde Maria sagen, dass ich möchte, dass du jetzt verschwindest. Ich möchte keinen Dieb unter meinem Dach leben haben. Ich sage Ihnen, er hat nichts getan. Das würde er nie tun. Keine Mutter will glauben, dass ihr Sohn zu so etwas fähig ist. Aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich will nicht, dass mein Sohn einem solchen Verhalten ausgesetzt wird. Okay. Okay. Weil es so spät ist, ist es in Ordnung, wenn er morgen früh geht? Woher weiß ich, dass er nicht noch etwas stehlen wird, solange er hier ist? Ich sollte ihn wahrscheinlich nicht mal jetzt alleine lassen. Sam würde das niemals tun. Und wenn etwas fehlt, können Sie es einfach von meinem Gehalt abziehen, okay? Nur eine Nacht. Und dann will ich, dass er nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzt. Langsam, mein Schatz. Ich will nicht, dass du erstickst. Trink etwas Saft. Okay, ich werde jetzt die Wäsche wechseln. Ich bin gleich wieder da. Also, Timmy, du bist in der 4. Klasse? Ja, wie gefällt's dir in der Schule? Ist gut. Bitte sprechen Sie nicht mit meinem Sohn. Oh, Timmy, du hast dich gerade mit Saft bekleckert. Maria soll dir ein neues Hemd geben. Zieh dich um. Schauen Sie, Miss Amber. Es tut mir wirklich leid, was vorhin passiert ist. Aber ich verspreche Ihnen, ich habe keine Ahnung, wie das Spielzeug in meinen Pulli kam. Ich habe noch nie etwas in meinem Leben gestohlen und das würde ich auch nie in meinem Leben tun. Da bin ich nicht so sicher. Wenn ich nicht da gewesen wäre, wer weiß, was du sonst noch gestohlen hättest. Meine Uhr! Was ist damit? Ist alles in Ordnung? Als ob du es nicht wüsstest. Was wissen? Ma'am, wenn sie fehlt, kann ich Ihnen bei der Suche helfen? Lass den Mist und gib sie mir einfach zurück. Ich habe Ihre Uhr noch nie zuvor gesehen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Stell dich nicht dumm. Zuerst stiehlst du Spielzeug aus dem Laden und jetzt stiehlst du meinen Schmuck? Kein Wunder, dass du keinen Job bekommst. Du bist wahrscheinlich vorbestraft. Du bist nichts weiter als ein hinterhältiger Dieb. Okay.
Offensichtlich bin ich hier nicht willkommen. Ich werde meine Sachen packen und gehen. Ja, und dann zeige mir deine Tasche, damit ich meine Uhr herausholen kann. So eine Schande. Kein Wunder, dass dein Vater dich rausgeschmissen hat. Hey, er hat mich nicht rausgeschmissen! Miss Amber, Sie haben mich gefragt, was wirklich zwischen mir und meinem Vater passiert ist, aber Sie gaben mir nie die Gelegenheit zu reden. Also kann ich es jetzt sagen. Sehen Sie? Solange ich mich erinnern kann, war mein Vater ein schlimmer Alkoholiker. Und er kam immer spät nach Hause und stolperte betrunken herein. Und wenn meine Mutter es wagte, etwas zu sagen, ließ er seine Wut an ihr aus. Und obwohl ich noch so klein war, habe ich immer versucht zu helfen. Und eines Tages wurde es so schlimm, dass wir beide wussten, dass sie gehen musste. Und sie wollte, dass ich mitkomme. Aber wir wussten, es ging nicht, weil sie damals keinen Job hatte. Ich habe ihr geholfen zu gehen. Und ich habe ihr versprochen, dass alles gut werden würde. Und natürlich, als mein Vater herausfand, dass sie weg war, können Sie sich vorstellen, wie wütend er war. Also fing er an, seine Wut an mir auszulassen. Und ich tat immer mein Bestes, um die Narben und die blauen Flecken zu verbergen. Und wenn meine Mutter mal anrief, habe ich sie angelogen und gesagt, dass alles in Ordnung ist, nur damit sie sich keine Sorgen macht. Also, Sie sehen, ich bin nicht gegangen, weil mein Vater mich rausgeschmissen hat. Ich ging, weil ich die Misshandlungen nicht mehr ertragen konnte. Und ich habe die Tattoos nicht, weil ich Teil einer Bande sein möchte, sondern weil ich die schlimmen Narben verdecken wollte am ganzen Körper. Es tut mir so leid, mein Schatz. Ich hatte keine Ahnung, dass er dich so schlecht behandelt hat. Ich hätte dich nie dort gelassen, wenn ich das gewusst hätte. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen um mich machst. Ich war nur froh, dass du einen sicheren Ort gefunden hast. Ein Ort, der dich glücklich macht. Und ehrlich gesagt wusste ich immer, dass ich irgendwann weggehe, um wieder in deiner Nähe zu sein. Nein. Ich hatte nie vor, Ärger zu machen. Nein. Es tut mir so leid, was Ihnen beiden passiert ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du meine Uhr gestohlen hast. Wovon reden Sie bitte? Sie ist weg. Er hat sie nicht gestohlen. Ich habe sie für Sie reinigen lassen. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, nachdem du das Spielzeug aus dem Laden gestohlen hast, dass du... Zum hundertsten Mal, Ma'am. Ich habe das Spielzeug nicht mitgenommen. Also, Mama, ich habe es in seine Tasche getan, als Sam nicht aufgepasst hat. Tut mir leid, ich wollte es unbedingt. Du hast das Spielzeug genommen? Ehrlich gesagt, ich hatte mir schon so etwas gedacht. Ich wollte Timmy nicht anschwärzen. Es tut mir so leid. Es ist nur so, als ich dich sah und all diese Tattoos und gehört habe, dass du die Schule geschmissen hast und keinen Job bekommen konntest, dachte ich, du seist vorbestraft, also machte es Sinn. Nein, Ma'am, Sie irren sich komplett. Der einzige Grund, warum ich geschmissen habe und noch keinen Job habe, ist, weil ich... Timmy, ich habe dir gesagt, dass du langsam essen sollst. Timmy. Geht es dir gut? Timmy. Schatz, kannst du atmen? Schnell. Entschuldigung, lassen Sie mich helfen. Was Komm, tust du? Steh auf. Okay, bereit? Timmy, kann Schatz. Essen. Schatz, geht es dir gut? Danke, Sam. Woher wusstest du, was zu tun ist? Was ich vorher sagen wollte, Miss Amber. Der Grund, warum ich das Gymnasium geschmissen habe, ist, dass ich eine Krankenpflegeausbildung anfangen wollte. Damit ich ins Berufsleben einsteigen kann und etwas Geld verdiene. Und ehrlich gesagt bin ich der Jüngste mit einem Abschluss in der Klasse. Und ich hatte zu Hause jede Menge Jobangebote, aber ich habe keine angenommen. Weil ich von meinem Vater weg wollte. Um näher
bei meiner Mutter zu sein. Sam. Aber ich wusste nicht, dass ich so viel Stress verursachen würde. Ich würde einfach gehen. Das ist das Beste. Sam. Hey, ich rufe an. Warte! Es tut mir so leid, wie ich dich behandelt habe. Du hattest recht. Ich hätte ein Buch nie nach seinem Einband beurteilen sollen. Ist schon okay. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Also, bitte, bitte geh nicht. Ich würde mich freuen, wenn du bleibst. Ich glaube, du wärst ein tolles Vorbild für Timmy. Das heißt, wenn du überhaupt bleiben willst. Bitte, Sam. Bitte. Okay. Ja, ich bleibe. Ja! Weißt du, wie man Fortnite spielt? Im Ernst, wirklich? Ich bin einer der Besten. Aber du solltest deine Hausaufgaben erledigen, bevor wir spielen. Hab ich schon gemacht. Lass uns in mein Zimmer gehen. Hört sich gut an, Mama. Ja, schon okay. Alles klar, los geht's. Ich nehm Tomato Head. Nein, ich hab's zuerst gesagt. Natürlich nehm ich Tomato Head. Es tut mir so leid. Es ist okay. Danke.